Willkommen zu unserem nächsten Thema, zum Islam als gewalttätige Religion, mindestens bei den Salafisten in Offenbach. Ein Fernsehteam wurde im Sommer letzten Jahres von ihnen angegriffen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt Anklage gegen 4 Beschuldigte erhoben, wegen gefährlicher Körperverletzung. Aber wer sind die 4 Angeklagten? Die Recherchen haben ergeben, 3 von ihnen sind bereits in der Vergangenheit zum Teil mehrfach polizeilich aufgefallen. Für Experten ist klar, dass sich die salafistische Szene zu einem großen Teil aus dem Kreis krimineller Jugendlicher rekrutiert. Bilder, die hemmungslose Gewalt junger Salafisten zeigen, aufgenommen Anfang Juni. Vor der Moschee in Offenbach wollten wir über Jugendliche recherchieren, die nach Syrien zum Kämpfen wollen. Plötzlich prügeln einige von ihnen auf uns ein. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt 4 der mutmaßlichen Angreifer angeklagt. Wir haben Zeugen, wir haben Videoaufnahmen, die dazu geführt haben, dass wir einen hinreichenden Tatverdacht sehen. Wir werfen 4 männlichen Personen gefährliche Körperverletzung sowie Sachbeschädigung vor. Wer sind die mutmaßlichen Angreifer? Noch einmal sind wir in Offenbach, treffen eine SPD-Politikerin. Sigrid Hermann-Marschall. Sie hat mit einigen aus der Gruppe schon schlechte Erfahrungen gemacht. Sie wurde in der Fußgängerzone massiv bedrängt, als sie Flugblätter verteilte. Ein Internetvideo zeigt, wie sie vor einem Jahr gegen die demokratiefeindliche Propaganda der Salafisten am Koranstand protestiert. Ich habe sie so erlebt, dass sie sehr aggressiv waren. Ich wurde verhöhnt, ich wurde als schlimmer als Adolf Hitler bezeichnet, als Zecke, als Tier, als Affe. Aus einem Schreiben der Staatsanwaltschaft hat sie erfahren, dass gegen einen der jetzt Angeklagten schon früher wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wurde. Es ist dieser Mann, der zuschlägt. Er und 2 weitere Beschuldigte sind nach unseren Recherchen seit Jahren Polizei bekannt. Wegen Bedrohung, Betrugs oder räuberischer Erpressung. Worin sieht er die Ursachen für diese Gewaltbereitschaft? Imam Taher Nawaz. In seiner Moschee haben die 4 regelmäßig gebetet. Von ihnen hat eigentlich keiner einen gefestigten Hintergrund in bildungstechnischer Hinsicht oder in beruflicher Hinsicht. Das dürfte zu dem Problem beigetragen haben. Hier wird ihnen jetzt der Prozess gemacht. Doch kann der etwas an ihrer demokratiefeindlichen Gesinnung ändern? Sie hat daran ihre Zweifel, die Islamismus-Expertin Claudia Danschke, eine der führenden Kennerinnen der salafistischen Szene. Wenn es jetzt den Prozess gibt und Sie als Gruppe sich in Szene setzen können als Märtyrer, als Helden, wo also der böse Staat jetzt auch noch Sie verurteilt hat, zusammen mit den bösen Medien, dann gehen Sie gestählt aus diesem Prozess heraus. Imam Taher Nawaz berichtet uns, er habe jeglichen Einfluss auf die 4 Jugendlichen verloren. Wir hatten versucht, nochmal Kontakt aufzunehmen, aber die Versuche gelangen nicht. Sie gehen also ihren eigenen Weg. Und sind damit Kandidaten für salafistische Menschenfänger. Wir beobachten seit längerer Zeit so eine Art salafistische Streetwork-Arbeit, die also diesen Jugendlichen genau diesen Ausweg bietet aus diesem Frust des Loser-Daseins, des kriminellen Daseins und ihnen eine Alternative bietet, eine scheinbare Alternative. Dieses Internetvideo zeigt, wie perfide Salafisten Jugendliche rekrutieren. Ein prominenter Prediger empfängt einen gerade entlassenen Strafgefangenen direkt vor dem Gefängnistor. Sonst alles in Ordnung. Schon wenige Stunden später ist er auf dem Weg, um für die Salafisten Korane zu verteilen. Salam alaikum. Bessere Freunde habe ich zurzeit nicht.